Sammelten sich die hohen Priester und Schriftgelehrten und die Ältesten im Volk in den Palast des hohen Priesters, der da hieß Kaiphas, und hielten Rat, wie sie Jesu mit Listen griffen und töteten. Sie sprachen aber: Ja, ich komm das Herz. Hause Simonis des Aussätzigen, trat zu ihm ein Weib, das hatte ein Glas mit köstlichem Wasser und goss es auf sein Haupt, da er zu Tische saß. Da das seine Jünger sahen, wurden sie unwillig und sprachen: Begraben wird.
Wahrlich, ich sage euch, wo dies Evangelium gepredigt wird, in der ganzen Welt, da wird man auch sagen zu ihrem Gedächtnis, was sie getan hat. Du lieber Heiland,
der Zwölfen einer, mit Namen Judas Iskariot, zu den hohen Priestern und sprach: Was wollt ihr mir geben? Ich will ihn euch verraten. Und sie boten ihm 30 Silberlinge. Und von dem an suchte er Gelegenheit, dass er ihn verriete. Thank you.
Tage der süßen Brot traten die Jünger zu Jesu und sprachen zu ihm. Bereiteten das Osterlamm. Und am Abend setzte er sich zu Tische mit den Zwölfen. Und da sie aßen, sprach er: Wahrlich, ich sage, jeglicher unter ihnen und sagten zu ihm: Menschensohn verraten wird.
höre im Messer, dass der selbige Mensch noch nie geboren wäre. Da antwortete Judas, der ihn verriet, und sprach: Bin ich's, Rabbi? Er sprach zu ihm: Du sagest. Da sie aber aßen, nahm Jesus das Brot. Yeah.
Sie den Lobgesang gesprochen hatten, gingen sie hinaus an den Ölberg. Da sprach Jesus zu ihnen: In dieser Nacht werdet ihr euch alle steht geschrieben, ich werde den Hirten schlagen und die Schafe der Herde werden sich zerstreuen.
antwortete und sprach zu ihm: Wenn sie auch alle sich an dir ärgerten, so will ich doch mich immer mehr ärgern. Jesus sprach zu ihm: Wahrlich, ich sage dir, in dieser Nacht, ehe der Hahn krähet, wirst du mich dreimal verleugnen. Petrus sprach zu ihm: Und wenn ich mit dir sterben müsste, so will ich dich nicht verleugnen. Desgleichen sagten auch alle Jünger. Schmerz, ihr zieht am Ausgehen.
ging hinein wenig, fiel nieder auf sein Angesicht und betete und sprach: thank you.
zu seinen Jüngern und fand sie schlafend und sprach zu ihnen: Könnet ihr denn nicht eine Stunde mit mir wachen? Wachet und betet, dass ihr nicht in Anfechtung. Zum andern Mal ging er hin, betete und sprach: Mein Vater, ist nicht möglich, dass dieser Kelch von mir gehe. Ich trinke sie aber schlafend, und ihre Augen waren voll Schlafs. Und er ließ sie und ging abermals hin und betete zum dritten Mal und redete dieselbigen Worte. Da kam er zu seinen Jüngern und sprach zu ihnen: Ach, wollt ihr uns schlafen und ruhen? Siehe, die Stunde ist hier, dass des Menschen Sohn in der Sünder Hände überantwortet wird. Steht auf, lasset uns gehen, siehe, er ist da, er mich verrät. Und als er noch redete, siehe, da kam Judas, der Zwölfen einer, und mit ihm eine große Schar, mit Schwertern und mit Stangen, von den hohen Priestern und Ältesten des Volks.
Und der Verräter hatte ihnen ein Zeichen gegeben und gesagt, welchen ich küssen werde, der ist's, den greifet. Und alsbald trat er zu Jesum und sprach, gegrüßet seist du, Rabbi. Und küssete ihn. Jesus aber sprach zu ihm, meine Frau, warum bist du kommen? Da traten sie hinzu und legten die Hände an Jesum und griffen ihn. Thank you.
aus denen, die mit Jesu waren, reckte die Hand aus und schlug des Hohenpriesters Knecht und hieb ihm ein Ohr ab. Da sprach Jesus zu ihm: Stecke dein Schwert an seinen Ort, wenn wir das Schwert nicht könnte meinen Vater bitten, dass mir zu schickte mehr, denn 12 Legion Engel. Zu der Stund sprach Jesus zu den Scharen: Ihr seid ausgegangen als zu einem Mörder, mit Schwertern und mit Stangen mich zu fangen. Bin ich doch täglich bei euch gesessen und habe gelehrt im Tempel, und ihr habt mich nicht gegriffen.
führten ihn zu dem hohen Priester Kaiphas, dahin die Schriftgelehrten und Ältesten sich versammelt hatten. Petrus aber folgete ihm nach von Ferne bis in den Palast des hohen Priesters und ging hinein und satzte sich bei den Knechten, auf dass er sähe, wo es hinaus wollte. Die hohen Priester aber und Ältesten und der ganze Rat suchten falsches Zeugnis wider Jesum, auf dass sie ihn töteten und fanden keines. Zeugen herzutraten, funden sie doch keins. Zuletzt traten herzu 10 falsche Zeugen und sprachen: Wir haben gesagt, ich kann den Tempel Gottes öffnen, es sind in freien Tagen dieselben Augen. Der hohe Priester stund auf und sprach zu ihm: Antwortest du nicht zu ihm, dass diese wieder nicht zeugen? Thank you.
und sprach zu ihm: Ich beschwöre dich bei dem lebendigen Gott, dass du uns sagest, ob du seist Christus, der Sohn Gottes. Jesus sprach zu ihm: Du zur Rechten der Kraft und kommen in den Wolken des Himmels. Da zerriss der hohe Priester seine Kleider und sprach: Er hat Gott gelästert, was dürfen wir weiter Zeugnis? Siehe, jetzt habt ihr seine Gotteslästerung gehört. Was dünket euch? Sie antworteten und sprachen: Ihr ist es ohne Schuld. Weiteten sie aus in sein Angesicht und schlugen ihn mit Fäusten. Etliche aber schlugen ihn ins Angesicht und sprachen: Was sagst du, was sagst du? Es trat zu ihm eine Magd und sprach: Und du warst auch mit dem Jesus Galiläa. Er leugnete aber vor ihnen allen und sprach: Ich weiß nicht, was du sagst. Als er aber zur Tür hinausging, sah ihn eine andere und sprach zu denen, die da waren: Und er leugnete abermal und schwur dazu: Ich kenne des Menschen nicht. Und über eine kleine Weile traten hinzu, die da stunden, und sprachen zu Petrus:
Bitte.
Priester und die Ältesten des Volks einen Rat über Jesum, dass sie ihn töteten und banden ihn, führeten ihn hin und überantworteten ihn dem Landflieger Pontio Pilato, da das sei Judas, der ihn verraten hatte, dass er verdammt war zum Tode, gereute es ihn und brachte hier wieder die 30 Silberlinge den hohen Priestern und Ältesten und sprach: Ich habe übel getan, dass ich unschuldig Blut verraten habe. Sie sprachen: Das Leben uns das an, das Leben uns das an, das Leben uns. Silberlinge in den Tempel, hob sich davon, ging hin und erhängete sich selbst. Aber die hohen Priester nahmen die Silberlinge und sprachen: Thank you.
Sie hielten aber einen Rat und kauften einen Töpfersacker darum zum Begräbnis der Pilger. Daher ist derselbige Acker genennet der Blutacker bis auf den heutigen Tag. Da ist erfüllet, das gesagt ist durch den Propheten Jeremias, da er spricht: Sie haben genommen 30 Silberlinge, damit bezahlet ward der Verkaufte, welchen sie kauften von den Kindern Israel, und haben sie gegeben um einen Töpfersacker, als mir der Herr befohlen hat. Jesus aber stund vor dem Landpfleger, und der Landpfleger fragte ihn und sprach: Bist du der Judenkönig? Jesus aber sprach zu ihm: Du sagest. Und da er verklagt ward von den hohen Priestern und Ältesten, antwortete er nichts. Da sprach Pilatus zu ihm: Hörest du nicht, wie hart sie dich verklagen? Und er antwortete ihm nicht auf ein Wort. Also, dass sich auch der Landpfleger sehr verwunderte. Fest aber hatte der Landpfleger Gewohnheit, dem Volk einen Gefangenen loszugeben, welchen sie wollten. Er hatte aber zu der Zeit einen Gefangenen, einen sonderlichen vor andern, der hieß Barabbas. Und da sie versammelt waren, sprach Pilatus zu ihnen: Welchen wollt ihr, dass ich euch losgebe, Barabbam oder Jesum, von dem gesaget wird, ihr seid Christus? Denn er wusste wohl, dass sie ihn aus Neid überantwortet hatten. Und da er auf dem Richtstuhl saß, schickete sein Weib zu ihm und ließ ihm sagen: Habe du nichts zu schaffen mit diesem Gerichte? Ich habe heute viele Litanien.
Aber die hohen Priester und die Ältesten überredeten das Volk, dass sie um Balaam bitten sollten und Jesum umbrächten. Da antwortete nun der Landpfleger und sprach zu ihnen: Welchen wollt ihr unter diesen Zweien, den ich euch soll losgeben? Sie sprachen: Pilatus sprach zu ihnen: Was soll ich denn machen mit Jesu, von dem gesagt wird, ihr seid Christus? Sie sprachen alle: Thank you.
und sprachen: Lass ihn doch auf! Ein viel größer Getümmel ward, nahm er Wasser und wusch die Hände vor dem Volk und sprach: Ich bin unschuldig an dem Blut dieses Gerechten, sehet ihr zu. Da antwortete das ganze Volk und sprach: Und überantwortete ihn, dass er gekreuziget würde. Ich dir sehr schnell.
Dienstknechte des Landpflegers Jesum zu sich in das Richthaus und sammelten über ihn die ganze Schar und zogen ihn aus und legeten ihm einen Purpurmantel an und flochten eine Dornenkrone und setzten sie auf sein Haupt und ein Rohr in seine rechte Hand und beugeten die Knie vor ihm und spotteten ihn und sprachen: Nahmen das Rohr und schlugen damit sein Haupt. Zogen sie ihm den Mantel aus und zogen ihm seine Kleider an und führeten ihn hin, dass sie ihn kreuzigten. Und indem sie hinausgingen, fanden sie einen Menschen von Kyrene mit Namen Simon, den zwungen sie, dass er ihm sein Kreuz trug. Ja, freilich,
Thank you.
dieses Kreuz. Um dieses Kreuz, so will ich sagen, mein Jesu, gib es immer her. Um dieses Kreuz, so will ich sagen, mein Jesu, gib es immer her. Und da sie an die Stätte kamen mit Namen Golgatha, das ist verdeutscht Schädelstätt, gaben sie ihm Essig zu trinken mit Gallen vermischet. Und da ihr's schmeckete, wollte ihr's nicht trinken. Da sie ihn aber gekreuziget hatten, teilten sie seine Kleider und wurfen das Los darum, auf das erfüllet würde, das gesagt ist durch den Propheten. Sie haben meine Kleider unter sich geteilet, und über mein Gewand haben sie das Los geworfen. Und sie saßen allda und hüteten sein. Und oben zu seinem Haupte hefteten sie die Ursach seines Todes beschrieben, nämlich: Dies ist Jesus, der Judenkönig. Und da wurden 10 Mörder mit ihm gekreuziget, einer zur Rechten und einer zur Linken. Die aber vorübergingen, lästerten ihn und schütteten ihre Köpfe und sprachen: Auch die hohen Priester spotteten sein, samt den Schriftgelehrten und Ältesten, und sprachen: Thank you.
sechsten Stunde an war deine Finsternis über das ganze Land bis zu der neunten Stunde. Und um die neunte Stunde schrie Jesus laut und sprach: Etliche aber, die da stunden, dass sie das hörten, sprachen sie: Und bald lief einer unter ihnen, nahm einen Schwamm und füllte ihn mit Essig und steckete ihn auf ein Rohr und tränkete ihn. Die anderen aber sprachen: Jesus schrie aber mal laut: Und verschied.
in zwei Stück, von oben an bis unten aus. Und die Erde erbebte und die Felsen zerrissen und die Gräber täten sich auf und stunden auf die Leibe der Heiligen, die da schliefen. Und gingen aus den Gräbern nach seiner Auferstehung und kamen in die heilige Stadt und erschienen vielen. Aber der Hauptmann und die bei ihm waren und bewahreten Jesum, da sie sahen das Erdbeben und was da geschah, erschraken sie sehr und sprachen: es waren viel Weiber da, die von Ferne zu sahen, die da waren nachgefolget aus Galiläa und hatten ihm gedient, unter welchen war Maria Magdalena und Maria, die Mutter Jakobi und Josef, und die Mutter der Kinder Zebedei. Am Abend aber kam ein reicher Mann von Arimathea, der hieß Josef, welcher auch ein Jünger Jesu war. Der ging zu Pilatus und bat ihn um den Leichnam Jesu. Da befahl Pilatus, man sollte ihm ihn geben.
Und legte ihn in sein eigen Neugrab, welches er hatte lassen in einen Fels hauen, und wälzete einen großen Stein vor die Tür des Grabes. Und ging davon. Es war aber allda Maria Magdalena und die andere Maria, die satzten sich gegen das Grab. Des andern Tages, der da folget nach dem Rüsttage, kamen die hohen Priester und Pharisäer sämtlich zu Pilato und sprachen: Das Grab.